Jo, hallo Leute, was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Claw-Gewinne-Video. Und zwar hatten wir vor circa 2 Wochen mit dem Level 14er Royal Gunner bereits 156 Mal die Claw gemacht. Das Ganze werden wir jetzt wiederholen mit dem Level 16er National Soldier, mit dem guten alten Cryptex. Und ja, ihr seht schon, ein bisschen Stuff hat der gute Herr hier auch am Start. So ein paar Sets hatte ich ihm mal spendiert, unter anderem das Weihnachtsset und dann dieses komische Elite-Set, was es da mal gab. Ja, bei den Waffen haben wir 5 Stück aus der Claw bekommen, für immer natürlich. Bei der Workbench haben wir jetzt echt, ich glaube, so gut wie gar nichts, außer hier zweimal irgendwie Unterlaufschrotflinte für die Pistol, die habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht eingesetzt. Achso, da hatten wir hier noch diesen, wie heißt denn das Teil, Granite Launcher, genau. Und hier haben wir auch rein gar nichts, also alles sehr überschaubar hier in der Workbench. Ich glaube auch, das waren jetzt nur die ganzen Standard-Dinger und ach ja, da habe ich gar keine Waffe für. Gehen wir also weiter. Abilities gibt es nicht in der Claw. Emotes haben wir ganze 5 Stück, nee, 6 Stück müssten das sein. Oder 5? 5, nee, 6 sind es. 6 haben wir bereits. Mal gucken. Vielleicht gewinnen wir da ja ein paar für immer. Und ja, bei den Bitches bin ich auch mal gespannt. Hier so ein paar feuerfeste Unterhosen wären ganz praktisch. Finde ich eigentlich immer ganz nützlich. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit der Claw. Euch viel Spaß mit dem Video und bis gleich.
So, meine Freunde, nachdem ich jetzt hier 15 Minuten meines wertvollen Lebens hier verschwendet habe, um die Claw zu machen. Nee, Spaß beiseite. 156 Claw später schaut der Stuff doch ein bisschen mehr aus. Allerdings echt nur ein bisschen mehr. Also es gibt hier nur so ein paar Items, wie zum Beispiel dieses unfassbar schöne T-Shirt und diese geile Vogelscheuchenjacke. Die habe ich für immer bekommen und auch diese sexy Hose, die hier. Müsst ihr euch auch mal geben, die schaut echt geil aus, vor allem wenn man den passenden Stuff hat, so wie ich. Dann passt die immer ganz gut, genau, und auch dieser Gürtel, der passt natürlich hier super dazu und, nee, Wahnsinn, das Outfit, richtig geil. Und ja, bei den Waffen, da ist so ein Punkt, da finde ich es ganz cool, habe ich jetzt mal eine Pistole bekommen, hatte ich davor, glaube ich, noch nicht. Und jedenfalls keine, die einigermaßen gut ist. Und was haben wir hier noch? Irgendwas war da. Genau, die Pistole, die Short Range Pistole, die haben wir auch für so 30 Tage bekommen. Genauso wie diese Stolen Stewards Shotty Shotgun, auch für 30 Tage. Bei der Workbench hat sich ehrlich gesagt nicht viel getan, da brauche ich eigentlich gar nicht groß durchgehen. Da haben wir jetzt hier einfach statt zweimal, haben wir jetzt einfach sechsmal die Shotgun. Hier haben wir jetzt 6-Man Granite Launcher und jetzt ist hier nur noch so ein bisschen Zeug dazugekommen. Ist halt die Frage, ob man es dann auch nutzt oder halt auch nicht. Bei den Emotes, da habe ich jetzt einfach mal meine neuen Favoriten hier reingepackt. Das sind jetzt übrigens alle die, die ich davor noch nicht hatte. Das sind genau die, die ich halt jetzt bekommen habe. Allerdings halt alle nur für einen Tag. Ist ein bisschen schade, aber gut, kann ich auch nicht ändern. Der einzige Super-Emote, den wir bekommen haben, ist der hier, dieser No-Emote. Ungefähr der unspektakulärste Emote, den es in Battlefield 2 gibt. Aber kann man sich halt leider nicht aussuchen. Das macht halt so ein bisschen, finde ich, den Reiz bei der Claw aus oder generell auch bei diesen ganzen Drops und so, die es früher gab. Hier haben wir jetzt 6 Tage oder beziehungsweise 7 Tage diesen Stamina-Boost, ein paar Mal feuerfeste Unterhosen, ein bisschen Klopapier und halt wirklich ein paar neue Widgets. Und einmal für einen Tag haben wir einen Privatheli am Start. Und ja, Freunde, das war eigentlich so das Claw-Gewinne-Video. In 10 Tagen circa kommt dann das nächste Claw-Gewinne-Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht es gut und ciao.